Eintauchen in digitale Lebenswelten von jungen Menschen, das war das Thema der Jugendseelsorgetagung der Diözese Rothenburg-Stuttgart. Mitarbeiter der kirchlichen Jugendarbeit waren eingeladen, selbst auszuprobieren. Ich glaube, das ist schon eines der Spielprinzipien, was viele Jugendliche spielen. Also typisches Schlägerspiel, das es wahrscheinlich seit 10 Jahren gibt, das immer weiterentwickelt wird. Ich glaube, genau daran merkt man, dass das Spielprinzip irgendwie funktioniert bei vielen Jugendlichen. Zum Teil sehr erschreckend natürlich auch, wo man auch merkt, warum das zu Recht ist, dass man immer mehr, wie bei den Filmen natürlich, eine klare Einordnung hat, ab 16, ab 12, ab 6. Das ist jetzt ein Spiel, das ganz klar ab 16 erst ist. Die eigenen Kompetenzen mit den Medien ausbauen, Medien verstehen, das war das Motto der Tagung. Ich habe Kinder im Alter, die das auch ausprobieren, mal zu testen, wie das geht, was die machen. Man kann auch mal was Neues ausprobieren, zu gucken, was macht das Besondere aus an diesen Spielen, auch zu erleben, dass da auch Gemeinschaft möglich ist auf eine andere Art und Weise. Das ist schon auch sehr interessant. Kommunikation im Web, Facebook, Twitter, Blogs, Medientools, alles, was heute für viele selbstverständlich ist, war Thema in den Workshops. Praxiserfahrungen, die manche sofort umsetzen und in die kirchliche Jugendarbeit vor Ort einbringen wollen. Dann auch nochmal schon so Ideen, wie ich Facebook und unsere Homepage vernetzen kann, wie ich Sachen einfach versuche anders zu nutzen oder wo ich dann nochmal bei meinen Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachhaken muss. Genau. Was ist real, was ist digital? Was ist erlaubt, was ist verboten? Auch das war Thema auf der Tagung. Wie kann das Internet in der Jugendarbeit sinnvoll eingesetzt werden? Ich finde, es funktioniert. Ich praktiziere es gerade ein bisschen in Facebook. Es ist noch niederschwellig, sehr niederschwellig. Aber einfach von den Jugendlichen mitzukriegen, wo sie gerade sind, was sie gerade treiben, was sie umtreibt und dann darauf auch reagieren zu können mit einem Kommentar. Spiritualität und Internet, passt das zusammen? Ich habe kürzlich gelesen, das hat mich sehr hellhörig gemacht, dass 40% junger Menschen religiöse Inhalte im Netz suchen. Und was gibt es da eine größere Chance, als dass wir wirklich auch wir als Seelsorger und Seelsorgerinnen da unterwegs sind. Und ich bin da selber gerade im Ausprobieren. Ich habe zum Beispiel, bin ja schon seit längerer Zeit in Facebook und habe an Ostern, habe ich nicht nur frohe Osterwünsche in Facebook gestellt, sondern auch gleichzeitig die Frage gestellt, was bedeutet die Auferstehung? Also auch inhaltlich zu gucken, was ist da mein Profil, was ist meine Aufgabe? Es haben wenige geantwortet auf dem öffentlichen Markt, sondern mehr in meinem privaten Nachrichtenfächle. Und da möchte ich einfach dranbleiben. Also diese Sinnfrage auch jungen Menschen am Internet auch da ein Angebot zu stellen. Findet die Jugendarbeit der Zukunft im Netz statt? Die ersten Schritte sind getan.